Hallo, liebe Freunde des Let's Play-Genres. Wir sind hier zurück auf Altmetall. Und ja, wer es schon gesehen hat, Gunmaster. Und ich habe sogar schon einen Kill und den kriege ich auch noch. Ja, zwei Kills. Das ist natürlich schon mal richtig schön, auch wenn das gerade nicht geklappt hat. Aber immerhin jetzt in der zweiten. Auf dem zweiten Platz sozusagen. Ja, die Magnum, die mag ich immer noch nicht. Na, und dann sofort gekillt worden. Aber das wird noch ein Spaß. Magnum natürlich richtig, richtig fett Schaden, aber Hilfe bei Kill natürlich. Aber ich komme damit nicht so richtig gut zurecht. Und natürlich nachladen. Nein. Es sind schon drei Leute hier bei der Magnum mit Kaliber 44. Und wer sich so ein bisschen mit dem Militär auskennt, weiß, dass Kaliber, dass das Magnum eine verdammt effektive, verdammt starkes ja, muss ich sagen, verdammt starke Munition ist. Auch halt mit verdammt hohem Rückstoß, aber halt wirklich den eine des stärksten Magazinen hier halt hat. Natürlich auch einen großen Rückstoß, ist ja klar. Aber natürlich richtig, richtig Kraft dahinter. Die muss man auch mal bedienen können, nicht? Na, angeschossen, aber natürlich nicht getötet. Kommt, ich krieg ich. Ah, schon wieder von Magnum gekillt worden. Das ist der nächste, der hier ist. Aber davon lassen wir uns jetzt natürlich nicht beirren und spielen einfach weiter. Mal schauen, ob wir noch was Holz kriegen. Ich springe hier mal runter. Ist unverbindlich. Ja, P90, glaube ich. Ja, genau, P90. Und auch schon den ersten Kill damit gleich. Ja, da oben scheint jemand rumzocken. Den zeigen wir doch mal, dass es keine gute Idee war. Der zeigt mir, dass es keine gute Idee war, da hoch zu rushen. Und schon die Shotgun und natürlich gleich auf dem ersten Platz. Na gut, streicht mal das natürlich, dann passt das. Ziemlich Glück gewesen eigentlich, dass ich hier auf dem ersten Platz bin. Ja, man sieht, die Waffe ist verdammt effektiv. Yeah! Und jetzt mit der verdammt eher ungeliebten Waffe MK31 mit Explosivmuni, das heißt, die reißt nicht viel. Das wird auch noch ein Spaß nachher mit der mit dem Granatwerfer. Weil wer das Spiel kennt, weiß, mit dem Granatwerfer kriegt man eigentlich keine Kills. Da kann ich auch gleich noch was erzählen. Ich habe mal eine Runde gespielt. Und da waren nachher, huch, verdammt, waren nachher sechs Leute mit dem Granatwerfer da, bis irgendeiner mal den Kill damit gemacht hatte. Und das war so verdammt, dass ich nachher, ich glaube, meine beste Waffe war ein Messer, ich glaube mit 8 oder 9 Kills, weil ich nichts mit dem Granatwerfer hinbekommen habe. Und so nur geschafft habe, die Konkurrenten ein bisschen auf Abstand zu halten, indem ich sie halt downgraded habe. Aber da ging irgendwie gar nichts. Ich hoffe, heute geht da mehr. Ich hoffe auch, ich krieg mal mit einem Kill hier mit mal. Scheiße, ich hoffe, ich sehe überhaupt erstmal wieder ein Gegner. Nix scheinen welche zu sein. Dann hole ich mir die doch mal. Ja, sehr schön. Von hinten ist mir gleich abgeschossen. Das ist weniger schön. Da oben ist noch einer. Ja, den kriegen wir natürlich auch gleich. Mit der ACWR. Magnum. Da hat er mich zerlegt. ACWR. Schöne Waffe. Leider ziemlich kleines Magazin. Aber das stört uns jetzt mal gar nicht. Jetzt MTHR 21. Huch, da unten war einer. Völlig übersehen. Ja. Magnum, 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 Magnum. Wir werden nur vom Magnum gekillt. Und so sieht man, unser Squad ist schön. Ist schön mit oben dabei. Gleich die ersten Plätze. Also da schon mal schauen, ob hier mal ein A-Squad-Ribbon bekommt, wenn es hier auch gibt. Weiß ich gerade gar nicht. Ja,
Schön jetzt hier gesnipert mit der Waffe. Ja, hol raus. Ah, OK3. Auch eine neue Waffe von Close Quarters, die die meisten wahrscheinlich wissen. Ist auch richtig gut, habe ich schon ein paar hundert Kills mit. Weil ich ja auch Battlefield 3 Premium habe. Das heißt, ich hatte auch schon früher Zugriff. Deswegen auch ein paar hundert Kills schon. Es gibt zwar auch bessere Waffen, finde ich, aber die Waffe hat auch richtig, richtig fett Power, wie man hier auch sieht. Was habe ich denn jetzt? Geil. Ich weiß es nicht. Lass mich hier mal durch. Ja, hier ist gerade keiner, da drüben ist einer. Ja, nichts treffen vor der Win. Und sogar einen schweren Lauf freigeschaltet. Sehr cool. Und nächste Waffe, die Elsatz. Da ist ja noch einer. Na, ah, schade. Da hat er mich zerlegt und ich bin nur noch Erster. Ich glaube zwar nicht, dass es länger hält. Lange hält. So rum. Da müssen die A-Punkte drauf. Und ja, es wird nachher nur noch schauen, ob ich mit dem M320 einen Kill kriege. Das wird das größte, wahrscheinlich auch einzige Problem sein hier. Und ja, ich hoffe mal, dass es relativ schnell geht, weil mit dem Messer kann man eigentlich gut Kills machen. Da, auf jeden Fall auf andere Maps, auf dieser weiß ich noch gar nicht. Habe ich, glaube ich, auch erst ein einziges Mal Gunmaster gespielt. Und ich hoffe einfach mal, dass da was wird. Ja, bisher sieht es noch sehr gut aus. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, M417. Na, ah, getroffen aber natürlich hat er mich geholt, ist ja klar. Hier schön Beleidigung im Chat. Ist das nicht das Schönste immer, was man haben will? Ja, wenn man keinen Skill hat, einfach mal hier die Klappe halten. Naja. Spaz macht keinen Schaden, bitte wie? Spaz macht am geilsten Schaden. Kann man nicht anders sagen. Huch, den kriegen wir, den kriegen wir. Kriegen wir doch nicht. Ah, den kriegen wir gar nicht. Komm, dann beim nächsten Anlauf. Mal von dieser Seite probieren. Hm, schauen wir mal. Hier ist schön einer von uns gestorben. Ja, diesmal kriege ich dich. Oh, das war jetzt das ein Repariergewehr. Ganz vergessen. Die JNG90. Da muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht noch messern lasse und damit einen Rang verliere. Weil letzten Rang verlieren wäre, das ist eines der wenigen Sachen, die ich gerade gar nicht gebrauchen kann. Ja, der probiert's schon. Ah, den habe ich aber noch gekriegt, bevor mich gemessert hat. Das finde ich jetzt sehr schön. Ah, warum musst du den kriegen? Ach, dann kommt der nächste. Komm, den krieg ich. Ja, Granatwerfer! For the win! Ja, natürlich kriege ich damit keinen. Granatwerfer ist echt das Schwerste, um die Kills zu bekommen, die ich wahrscheinlich schon 300 Mal erwähnt habe. Aber ist halt auch einfach so. Ja, ich bin jetzt Erster mit 2 Kills Abstand, aber mit dem Granatwerfer kann ich so gar nicht umgehen. Hab auch noch nicht mal 50 Kills mit dem. Beziehungsweise das ist ja der LVG. Damit habe ich noch weniger Kills. Nur die von Gunmaster. Und so oft hab ich... Ah! Ja, ich glaube, wenn man gleich direkt trifft, dann killt man ihn auch gleich direkt. Aber das muss man natürlich auch erstmal schaffen, ja. Und hier muss man natürlich auch immer abwägen, versucht man ihn jetzt, zum Beispiel so einen Gegner jetzt zu messern, oder? Ja! Komm schon, die krieg ich! Und yes! Der Sieg ist perfekt! Ja, das war doch eine richtig geile Runde. Ich glaube zwar, der Part ist richtig kurz, aber... als Sieger dazustehen, schon länger nicht gewesen. Gut, ich habe auch lange nicht gespielt, aber da muss man sagen, richtig, richtig schöne Runde. Zwei Sachen freigeschaltet sogar. So macht Gunmaster Spaß. Und ja, was bleibt dazu zu sagen? Demnächst auch wieder mal mehr Videos von mir. Jetzt gab ja gerade eine kleine Flaute. Jetzt kommen wieder mehr Videos, denke ich mal, spätestens so ab Dienstag. Und ja, dann geht's richtig ab, dann kriegt ihr wieder euer volle Pulle an Videos und dann verabschiede ich mich mit den Statistiken
und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch.